Bruder, ich habe vor kurzem jemanden getroffen und da fing er an, über einen Scheich zu reden. Habe ich gesagt, dieser Scheich ist ein Lügner. Was ist der zu mir sagt? Guck mal, was müsste er normalerweise sagen? Normal müsste er zu mir sagen, wo ist dein Beweis dafür? Normal müsste er zu mir sagen, wo ist dein Beweis dafür? Wisst ihr, was er zu mir sagt? Bruder, wie kannst du sowas sagen? Der Scheich wird bestimmt auch seine Argumente haben. Wisst ihr, was das heißt? Du hast den Scheich schon zu einem Propheten gemacht. Natürlich, du wirst das nicht sagen, aber in deinem Bewusstsein hast du ihn zu einem Propheten gemacht, der, wo es gar nicht sein kann, dass er lügt. Ja, stimmt. Weil ein Prophet lügt nicht. Richtig? Aber kann es unmöglich sein, dass ein Gelehrter lügt? Kann es unmöglich sein? Er argumentiert, wie kannst du sowas sagen? Wie kann ich sowas sagen? Ja, ganz einfach. Ich habe eine Lüge gefunden. Punkt. Und jetzt? Klare Lüge. Über diese und jene Person wird gesagt, der ist ein Takfiri und der hat mit Takfir überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Lüge. Ja, Bruder, vielleicht. Wie vielleicht? Ja, vielleicht ich, vielleicht habe ich. Was, warum argumentierst du so? Das heißt, man hat dich schon manipuliert. Das heißt, für dich ist es unmöglich, dass der Scheich lügt. Okay, fragen, wie ist es unmöglich, dass jemand, der Wissen hat, lügt? Wo fragen wir? Fragen wir im Koran. Allah sagt im Koran, in Sure 17, Vers 73, zum Propheten, alayhi salatu wassalam, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا. Und beinahe hätten sie dich, O Muhammad, von dem abgebracht, was wir dir offenbart haben, damit du über uns etwas anderes ersinnst. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Und dann hätten sie dich wahrlich zum engen Freund genommen. وَلَوْ لَنْ ثَبَّتْنَاكَ. Und hätten wir dich nicht gefestigt, dann hättest du dich ihm wahrlich etwas zugeneigt. Das heißt, Allah sagt hier, dass der Prophet, wenn Allah ihn nicht gefestigt hätte, dazu reingefallen hätte können, dass er über den Propheten lügt. Aber Allah hat ihn gefestigt, Allah hat ihn ma'sum gemacht. Aber warum nimmt Allah den Propheten? Warum nimmt er nicht irgendeinen Muslim? Warum nimmt er den Propheten alayhi salatu wassalam? Warum? Damit danach kein Muslim kommen kann. Nicht im Jahr 2014 und nicht im Jahr 2100 und nicht in irgendeinem Jahr und sagt, es könnte nicht sein, dass der Scheich XY eine Lüge erzählt hat. Aber wenn sie dich schon so manipuliert haben, dass du das ausschließt, das zeigt, dass du nicht mehr auf dem Weg des Salaf bist. So.